Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich gerne mit euch über das Tool Flying Upload sprechen. Ich denke, die meisten von euch wissen sicherlich, dass ich Flying Upload für mein Merch-Business als auch für mein KDP-Business nutze. Und die Jungs von Flying Upload haben sich etwas wirklich Interessantes für euch überlegt. Nämlich derzeit gibt es 50% auf alle jährlichen Bundles und 40% auf alle Einzelpakete. Ich möchte euch hier in diesem Video zum einen zeigen, wie Flying Upload als auch Flying Research funktioniert. Ich möchte mit euch mal den gesamten Prozess durchgehen, von wie genau kann man dann eigentlich ein Design bearbeiten, wie kommt man auf gute Ideen, wie lädt man es hoch, bis hin zu Änderungen und so weiter und so fort. Gut, fangen wir direkt mal mit den Grundlagen an. Flying Upload, was ist denn das eigentlich? Flying Upload ist ein Tool, mit dem ihr euren Upload von Designs automatisieren könnt. Das könnt ihr einmal für euer Merch-Business machen, könnt das aber auch für euer KDP-Business machen. Ich denke mal, die meisten von euch sind sicherlich vor allen Dingen am Merch-Tool interessiert. Und da gibt es zwei unterschiedliche Tools, nämlich einmal das Tool Flying Research und einmal das Tool Flying Upload. Mit Flying Research könnt ihr ganz genau nachschauen, welche Nische sich denn derzeit im Merch-Markt sich lohnt. Und mit Flying Upload könnt ihr dann die Designs auch hochladen und das vor allen Dingen automatisiert. Das heißt, ihr drückt einmal auf Upload und anschließend dann werden eure Designs auf unterschiedlichsten Marktplätzen publiziert, sei es Merch bei Amazon, sei es Spreadshirt, sei es Redbubble und viele, viele weitere Plattformen. Fangen wir mal zuallererst mit Flying Research an, das heißt dem Research-Tool von den beiden Jungs. Nämlich, was man hier praktisch machen kann, ist folgendes: Man kann hiermit wirklich interessante und profitable Nischen herausfinden. Das erste, was wir uns diesbezüglich mal anschauen sollten, ist natürlich das Bestsellers-Tool. Dazu einfach nur hier auf die linke Seite draufgehen. Übrigens, ich habe euch auch diese Discount-Deals zu Flying Upload und Flying Research in der Videobeschreibung drin verlinkt. Mehr dazu später. Da unten befinden sich übrigens auch die Discount-Codes, mit denen ihr dann sehr viel Geld sparen könnt. Was genau kann man jetzt also hier machen? Ich bin jetzt gerade hier auf dem Bestsellers-Tool drauf und hier kann ich jetzt zum Beispiel nach einem bestimmten Keyword schauen, sagen wir mal zum Beispiel Dog, anschließend dann kann ich hier einen Marktplatz auswählen, sei es zum Beispiel Amazon.com, Amazon UK, Amazon.de, France praktisch, Italy und so weiter und so fort. In meinem Falle würde ich jetzt vielleicht den .com-Markt wählen, würde anschließend dann das Produkt wählen. Hier habe ich auch unterschiedliche Optionen, T-Shirt, Hoodie, Popsocket, Phone Case, KDP und ich kann das Ganze auch hier ranken, beziehungsweise kann das Ganze ordnen nach dem Bestseller-Rank, nach den Reviews, nach dem Preis und so weiter und so fort. In meinem Fall habe ich jetzt also hier mal Dog eingeben, dann halt den Marketplace.com und das Produkt halt T-Shirt und dann kann ich hier die unterschiedlichen Produkte einsehen, die zu diesem Thema hier anscheinend sehr, sehr gut derzeit performen und hier kann man dann übrigens auch sich mehr von diesem Produkt, kann mehr über das Produkt erfahren, sei es zum Beispiel kann ich hier den Current Bestseller Rank einsehen. Ich kann sehen, wie viele Sales über die letzten 30 Tage generiert wurden, wie hoch der Preis ist. Ich kann die Reviews einsehen und vieles, vieles mehr. Dann gibt es auf der linken Seite hier das Tool Real-Time Research. Und was wir damit machen können, ist, wir können praktisch die Daten jetzt von Amazon nehmen, können diese analysieren und können damit neue Produkte bzw. neue Designs finden, die sich jetzt gerade richtig gut verkaufen. Nämlich oftmals ist es ja so, dass viele Tools, sag jetzt mal, die Daten schon nehmen von den jeweiligen Marktplätzen oder nehmen von Merch bei Amazon, aber dass die nicht immer so wirklich aktuell sind. Hier haben wir genau das Gegenteil, nämlich hier können wir wirklich die aktuellsten Daten generieren und können uns jetzt genau anschauen, welche Designs sich lohnen und welche Shirts sich richtig, richtig gut verkaufen. Dann darunter haben wir das Tool auch Seller Trends. Hier können wir uns halt unterschiedlichste Trends derzeit auf Amazon anschauen. Welche Shirts zum Beispiel haben sich richtig gut verkauft, beziehungsweise welche Designs gehen derzeit besonders gut weg und welche Designs vielleicht auch nicht. Dann haben wir hier unten noch viele weitere Tools, sei es zum Beispiel Get Inspired MBA. Da können wir uns halt vor allen Dingen anschauen, welche Designs, oder wir können hier Designs uns anschauen, die uns vielleicht dazu inspirieren, selbst Designs umzusetzen zu diesen jeweiligen Themen. Wir können auch hier auf Get Inspired POD klicken und können hier auch uns solche Plattformen anschauen, wie zum Beispiel Spreadshirt.com oder Spreadshirt.de, Spreadshirt UK, Spreadshirt.fr, also für Frankreich und so weiter und so fort und können damit dann nochmal viele tolle neue Ideen generieren. Dann gibt es hier unten noch folgendes Tool, nämlich das Calendar-Tool. Hier kann ich jederzeit schauen, welche wichtigen Termine jetzt in Zukunft anstehen, zum Beispiel Halloween oder Election Day, Veterans Day, Thanksgiving und so weiter und so fort. Zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade hier das Video am 24. auf, morgen ist zum Beispiel Thanksgiving. Heißt, wenn ich jetzt einen Design natürlich zu diesem Thema umsetze, könnte es sein, dass sich das Design in den nächsten Tagen sehr gut verkauft. Besser wäre es natürlich, wenn man diese Designs schon ein bisschen früher erstellt, sagen wir mal wie 5, 6, 7 Tage vorher, wenn nicht sogar noch länger vorher, damit halt diese Designs noch wirklich bei den Leuten noch um Thanksgiving ankommen, also besser so 2, 3 Wochen oder sogar 4 Wochen vorher. Genau, aber ich kann halt hiermit mir das Ganze anschauen, kann halt gucken, auch zum Beispiel im .com, .de, .fr-Markt und so weiter und so fort, welche unterschiedlichen, sag jetzt mal, Events stattfinden, beziehungsweise welche Feiertage es gibt und kann mich dementsprechend daran orientieren. Ich kann übrigens
übrigens hier auch folgendes tun, nämlich ich kann einen Trademark-Check machen, kann also hier bestimmte Begriffe eingeben, sagen wir mal zum Beispiel Nike, würde ich hier auf Search draufklicken, könnte mir das Ganze wieder anschauen hinsichtlich der Trademarks und könnte dann auch diese unterschiedlichen Begriffe hier zu, sag ich jetzt mal, meinen Watchlist hinzufügen und kann dann halt im Auge behalten, ob diese Marke eingetragen wurde oder vielleicht in der Zukunft irgendwann mal eingetragen wird. Dann gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, sag ich jetzt mal, Produkt-Searches durchzuführen, das heißt, nach unterschiedlichsten Produkten Ausschau zu halten und gucken, welche von den Produkten lohnen sich am meisten. Dann können wir hier Nischenlisten uns anschauen, wir haben auch die Kategorien, die wir uns anschauen können und vieles, vieles mehr. Das heißt, hier gibt uns Flying Research wirklich einen groben, nicht nur einen groben, sondern wirklich einen großartigen Überblick über unterschiedlichste Nischen, über unterschiedlichste Produkte, über unterschiedlichste Trends und so weiter und so fort. Das lässt sich alles hier mit diesem einen Tool machen und ich persönlich halte es wirklich mit Abstand für das beste Tool in diesem Bereich. Wenn wir jetzt hier oben draufklicken, auf dieses kleine Flying Upload Zeichen hier in der rechten oberen Ecke, dann kommen wir auch wirklich zu Flying Upload. Das heißt, eben gerade waren wir im Flying Research drin, das seht ihr auch hier oben in der linken oberen Ecke und jetzt sind wir gleich im Flying Upload Bereich. Jetzt also wie gesagt. Und was wir jetzt hier tun können, ist folgendes, nämlich wir können jetzt hier auf zum Beispiel Designs draufklicken und dann sehen wir alle Designs, die wir hochgeladen haben. Und wir sehen hier zum Beispiel, das sind halt alle möglichen zum St. Patrick's Day, die wir jetzt hier drin haben und alles ist so praktisch rund ums Thema, sei es zum Beispiel halt Irish Drinking oder irgendwelche, wie gesagt, lustigen Fotos dazu und so weiter und so fort, also alle möglichen lustigen Designs. Und was ich jetzt tun kann, ich kann jederzeit auf Add Designs draufklicken und kann weitere Designs hinzufügen. Es gibt ja auch die Option Advanced Options und hier kann ich das Ganze filtern nach den unterschiedlichen Plattformen, wo ich diese Designs hochgeladen habe, zum Beispiel Redbubble oder Spreadshirt, Spreadshirt.eu, TeePublic, Teespring, Tostadora, Sezzle und so weiter und so fort. Ich kann das Ganze auch jederzeit nach der Plattform hier genauer nachschauen. Ich kann es nach der Farbe auch ranken. Ich kann, sag ich jetzt mal, die Breite und die Höhe sogar vom Bild kann ich als Ranking-Faktor nehmen und kann das Ganze dann hier, wie gesagt, ordnen. Nämlich, wenn ihr irgendwann mal richtig, richtig viele Designs erstellt, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass ihr einen Überblick über diese Designs bewahrt und genau das könnt ihr halt hier mit dieser Option von Flying Upload und die ist absolut Gold wert, weil ich muss immer zugeben, dass ich bisher das immer so gemacht habe, dass ich es über einen Google Drive einfach geordnet habe, aber das ist irgendwann ineffizient, total unübersichtlich und genau deswegen ist da, denke ich mal, Flying Upload die viel, 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 viel bessere Option für euch, wenn ihr, wie gesagt, eure Designs auch mal ordnen wollt. Genau, dann können wir natürlich Folgendes machen, wir können jederzeit diese Designs hier anklicken, können hier nach unten gehen, können auf Options draufklicken und können dann hier auch zum Beispiel bestimmte Designs duplizieren. Wir können zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, bestimmte Tags hinzufügen, wir können, sagen wir mal zum Beispiel, an den Listings Dinge machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben jederzeit die Option, hier drauf zu klicken und diese Designs zu bearbeiten, Informationen zuzufügen und so weiter und so fort. Zum Beispiel in meinem Falle kann ich jetzt sagen, gut, ich möchte irgendwie hier, sagen wir mal, drei Designs editieren, kann also hier unten auf Edit Designs draufklicken und dann habe ich auch schon die Designs direkt hier. Ich kann jetzt jederzeit auf diese jeweiligen Designs draufklicken, kann einen Titel hinzufügen, kann die Beschreibung hinzufügen, kann Keywords hinzufügen, wenn ich das möchte. Ich habe auch hier die Möglichkeit, auf den Keyword Final drauf zu klicken und nach neuen Keywords zu schauen, die ich dann nutzen kann für mein Listing, sodass meine Produkte einfacher und besser gefunden werden. Ich habe hier oben auch eine Übersetzungsfunktion, was sehr, sehr schön ist. Ich kann mir das Ganze anschauen für die unterschiedlichen Plattformen. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier auch gucken, sagen wir mal zum Beispiel, wie sieht mein Design aus auf einer Tote Bag, wie sieht mein Design aus auf einem Pullover Hoodie, wie sieht mein Foto, wie sieht mein Design zum Beispiel aus auf einem Longsleeve und so weiter und so fort. Und ich kann es mir auch übrigens auf Displayed, MBA und halt diesen unterschiedlichsten anderen Plattformen anschauen, was wie gesagt eine schöne Sache ist. Hier auf der rechten Seite haben wir auch die Advanced Options und hier kann ich dann nochmal einige weitere erstmal, sag ich mal, Listing-Faktoren mir auswählen und kann vor allen Dingen aber auch nach bestimmten Keywords schauen und kann dann gucken, dass ich diese jeweiligen Keywords in meinen Listings finde. Genau. Und hier oben habe ich nochmal alle möglichen Tagging-Options. Hier kann ich auch zum Beispiel Dinge rückgängig machen, was auch sehr schön ist, wenn man zum Beispiel irgendwie aus Versehen den falschen Tag vergeben hat oder eine Information vergeben hat, die man eigentlich nicht vergeben wollte. Das kann ich hier alles jederzeit auch nochmal mit tun. Und genau, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so ein Listing draufklicke, kann ich halt jederzeit diese ganzen Informationen eintragen. Hier gibt es dann auch nochmal die Option immer Options. Und hier kann ich zum Beispiel auch einen Titel kopieren von einem anderen Listing. Ich kann hier zum Beispiel auch Dinge importieren, MBA und so weiter und so fort. Und wenn ich dann, sagen wir mal, damit fertig bin, dann kann ich auch jederzeit hier auf der linken Seite auf Designs draufklicken. Dann können wir hier die jeweiligen Designs auswählen. Und sobald wir es getan haben, klicken wir dann hier unten auf Upload Batch drauf. Und dann passiert Folgendes, nämlich dann öffnet sich unser Uploader. Und hier haben wir jetzt mehrere Optionen. Nämlich POD Upload, KDP Upload, Research und Design Management. In meinem Fall würde ich jetzt hier auf POD Upload draufklicken
Und dann können wir Folgendes machen, nämlich dann können wir hier jederzeit unsere Designs hochladen. Da könnte ich also jetzt hier auf Upload draufklicken und könnte anschließend dann direkt meine Designs auf die jeweiligen Plattformen draufbringen. Hier sieht man zum Beispiel Amazon Merch, Redbubble, Spreadshirt, Spreadshirt.de, TeePublic, Society6 und so weiter und so fort. Natürlich gibt es hier auch den KDP-Uploader, das heißt, wenn ihr zum Beispiel KDP Low-Content-Bücher hochladen möchtet, dann ist das Ganze hier auf jeden Fall auch für euch ganz einfach. Einmal nur hier auf Upload draufklicken und dann habt ihr schon Amazon KDP als Upload-Option. Dann einfach hier auf Start draufklicken und schon wird das Low-Content-Buch auf Amazon publiziert. Und das Beste ist, die Jungs von Flying Research bzw. Flying Upload bieten noch derzeit einen wirklich tollen Deal an. Nämlich, wenn ihr eins der einzelnen Pakete haben wollt und das Ganze für einen sehr starken Discountpreis, dann könnt ihr einfach Leon40 hier oben eingeben und könnt damit dann 40% sparen bei den einzelnen Paketen, zum Beispiel bei Research. Das kostet normalerweise gerade mal 219 € pro Jahr. Das ist übrigens auch schon ziemlich, ziemlich günstig. Viele andere Tools sind da weit, weit teuer. Und wenn ihr halt diesen Code nutzt, dann zahlt ihr gerade mal 131,97 € pro Jahr. Beim Trademark-Tool ist das Ganze auch extrem günstig. Normalerweise auch nur 109,95 €. Jetzt aber auch nur 65,97 €. Und hier haben wir halt noch diese Professional Bundles bzw. das Professional Plus Bundle. Übrigens, wenn ihr das Ganze auch für das Upload-Tool haben wollt, könnt ihr hier auch jederzeit den 40% Code eingeben, also Leon40 einfach. Und dann habt ihr halt einen 40% Discount auf das Design Management, auf das Upload POD, auf Upload KDP. Und wenn ihr übrigens diese Bundles zum Beispiel günstiger haben wollt, sei es das Professional Bundle oder das Professional Plus Bundle, dann könnt ihr einfach hier oben den Code Leon50 eingeben. Ich habe euch beide Codes nochmal in der Videobeschreibung drin verlinkt und dann kriegt ihr auch diese Bundles hier oben für 50% weniger. Das heißt, das Professional Bundle dann statt 989 € pro Jahr für gerade mal 494 und das Professional Plus Bundle für gerade mal 604 statt 1209 € und das Upload Bundle für gerade mal 384,73 anstatt 769. Und das ist natürlich ein riesiger Discount. Das heißt, falls ihr diese Discounts haben wollt, dann schaut, wie gesagt, gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link, beziehungsweise dort befinden sich auch die Codes. Ihr müsst auf jeden Fall die Codes auch in Großbuchstaben eingeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel Leon50 halt Leon groß. Und dann kriegt ihr halt diese Discount-Deals. Es ist, soweit ich das sehe, wirklich eins der günstigsten Tools auf dem Markt. Es ist mit Abstand das beste Tool. Es hat die besten und die meisten Funktionen. Ich benutze es auch, kann es euch wirklich, wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, Links bzw. die Coupon-Codes dazu sind in der Videobeschreibung drin.